Bei der Explosion in einem Supermarkt in St. Petersburg handelt es sich nach Angaben von Russlands Präsident Wladimir Putin um einen Terroranschlag. 13 Menschen wurden bei der Explosion am Mittwochabend verletzt. Es hat sich angefühlt, als wenn die Wände wackeln, obwohl die Häuser sehr dicke Wände haben. Der Sprengsatz war in einem Schließfach in dem Supermarkt deponiert. Bilder einer Überwachungskamera zeigen einen Mann mit Kapuzenjacke und Rucksack, der das Geschäft anschließend ohne den Rucksack wieder verlässt. Das Nationale Antiterrorkomitee hat die Ermittlungen übernommen. In Russland herrscht derzeit Besorgnis über die Rückkehr von Dschihadisten, die in Syrien gekämpft haben. Putin hatte kürzlich einen Teilabzug der russischen Truppen aus dem Bürgerkriegsland angekündigt.